What happened, kid? Ich werde gleich ausgeraubt. Ach Gott. Ja, ja, das führt uns in eine Falle. Kinder halt. Ja. War klar. Ganz ehrlich, das war klar. Das ist so ein alter Trick und ich fall trotzdem drauf rein, ne? Ganz im Ernst. Ich bin ja nicht besser als die Rocketbohnen. So. Au, nein, nicht mit deinem Hammer. Ich meine, du bist hammermäßig unglaublich und sowas, aber es war einfach so der Hammer. Gott, ich kann den Text nicht mehr. Egal. Wir haben zumindest besiegt und das kleine Scheißkind ist abgehauen. Na gut. Konnten wir mal wieder töten. Macht doch Spaß. Aber übrigens, merkt euch, Kinder, Hexer sind immer unschuldig und finden keinen Gefallen an Gewalt. So. Dann dürften wir gleich da sein, wahrscheinlich. Oh, die Oliven mal gefressen, damit wir die aus dem Inventar haben. Ich hasse Oliven. Okay. Und dann sind wir gleich beim Badehaus. Ach Gott. Was für ein Umweg. Hups. Jo. Gerade so ist mir noch eingefallen, dass das Ding unten ist. Bom. Hi. Bom. Hi. Hi, Dijkstra. I do. What do you want? Jo. Wiley. Horson Jr. He's working with Radovid. Huh? If this is reliable information, Horson's neck deep in shit. You fallen out with Redania? My sympathies have nought to do with this. Horson wiped his ass with our agreement. That's betrayal, regardless of his current allegiance. Need someone who can get me in to see Junior. You must still have some contacts among the Redanians. I don't, but you do. Enlighten me. Temerian, former commander of the... Oh, nein! Ring a bell. Vernon Roach. He's holed up with his men in a camp near Oxenford. Pay him a visit. You're sure to cheer him up, at least. Der Vernon Roger. Der Vernon Roger. Das ist schön. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich in den Witcher 2 geholfen habe, wa? ja. Okay. Dann... machen wir das mal. Treffen wir Vernon Rush. Gott, wo ist der Widerstands... im Lager der Widerstandskämpfer mit Vernon Rush? Wo ist er denn? Wo ist denn dieses wunderschöne Lager der von den Widerstandskämpfern? Und da ist eine verfügbare Quest. Ach du Scheiße, am Arsch der Welt, um mal ganz ehrlich hier zu sein. Das ist ja... boah. Ja, wenn es weiter nichts ist, also... uff. Müssen wir echt jetzt dahinter reiten? Na, meinetwegen. Komm mal raus aus der Stadt. Ist auch in Ordnung. Okay, also. Erstmal raus aus der Stadt, dann können wir uns Plätze schnappen. Aber in der Stadt sind wir so auch schneller. Als mit dem Pferd. Oh, am liebsten würde ich jetzt was in der Nähe machen, ne? Ganz im Ernst. Wow. Leute, hat sich da schon mal jemand drum gekümmert? Ich weiß ja nicht. Gut, aber, wir überlegen, ob wir erstmal das hier machen. Ist ja... ha. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, ne? Ah, jetzt können wir die vereinbarte Summe abholen. Interessant. Ja, gehen wir jetzt direkt zu Vernon Roche oder machen wir erstmal hier Graf Reuvens Schatz mit unserer lieben Freundin? Schwierig, ganz ehrlich, schwierig, weil ich nicht so richtig weiß, was ich zuerst machen möchte. Ha. Ha. Ach komm, machen wir erstmal die andere Aufgabe hier.
Graf Rolfens Schatz. Sie haben auch eigentlich die ganze Zeit im letzten Part verfolgt. Haben wir jetzt ein bisschen Action gehabt. Jetzt wird mal ein bisschen rumgeflirtet. Okay, also. Wo müssen wir hin, ist die Frage. Zum Schrein des ewigen Feuers. Schaffen wir, glaube ich. Moin, Wache. Moin, Hure. Moin, Lakai des Bettlerkönigs. Guck mal. Schön. Ah. Jo, da lang müssen wir. Gott, ist das ein. Ups, sorry. Ey, hast du mich gerade angespuckt oder was? Gibt gleich Stress. Ey, was ist mit Foltest schon wieder? Hört doch auf, euch euren Foltest aufzuziehen. Hallo, junge Dame. Verzichte. Ha, das sieht aus wie ein Schrein. Da brennt auf jeden Fall Feuer. Hm. Ich weiß ja nicht. Hure, was meinst du denn? Ey, was? Also, das hat mir jetzt gerade... Moment mal, also das ist ein bisschen frech, ne? Wow, die Jugend von heute. Diese Jugend, ne? Es ist schon um eins, also müssten wir eigentlich, perfekt hier sein. Ja, wundervoll. Trissi, Schatzi, hallo! Glad you're here. Listen. Took a look at the building and it does not look good. Mina could use a bit of paint and spackle. I mean, it's a damn fortress. High walls, guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menga would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Hier und jetzt. Mind explaining what this is all about? Think. Bring the hunters the vial Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menga personally. No way. Too risky. Dandelion's life's on the line. Series 2. No such thing as too risky. Triss, think about it. Really want to walk into the lion's den of your own free will? And in chains? Yes. No, can't allow it. Nice of you to worry, but I've made my decision, and I won't change it. Okay. Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Menga's throat and ask him where Dandelion is? Might not work. Menga's scum, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the lodge. Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something. Lass mich dir danken. Wait. I wanna thank you. Come on. Anyone would do this. No. Not anyone. Stop. It doesn't befit a sorceress to blush. Okay, dann gehen still wir. Got a bad feeling about this, but tough. Let's go. Dann machen wir das mal. Was? Was soll schon schief gehen? Und die Fesseln kann man ja auch noch anderweitig Geralt, benutzen. Remember, I can take care of myself. What are you talking about? The hunters. They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit, but... Ciri, she's what matters. Do what you need to do, no matter what happens. Can't promise that. I'm still asking you to, all right? All right. Aber ich will nicht erstmal dir wehtun. Ich bin der Einzige, der dir wehtun darf. Triss, Schatzi. Gegen das Badehaus hat nicht so sachte geklopft. What do you want? Hear from my reward. On the Althor. For a witch. Recognize who I got? It's Triss Marigold. Marigold?
Come in then. Guck mal, ich habe eine Bitch, Witch. Well, well. Triss Merigold. Given up drowners for sorceresses. Pays better. It's cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat. But the witches, they murder kings, scheme, start wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Merigold. For good. Put her in a cell. Not so fast. I hand her over to Menga himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard! Vulgar tongues got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. Yeah, you might know how to handle witches when they're brought to you in chains. What's that supposed to mean? That you're crap witch hunters if a witcher's gotta do your hunting for you. Listen here, mutant. Since we entered this town, we've made ashes of over 100 mages, alchemists, dopplers, and other vermin. So don't you be telling us how to do our jobs, got it? Actually, think I could tell you a thing or two. It's not just Merigold. I've also tracked down Philippa Isleheart. I'll get you for this, you... Shut your gob, Ginger Whore, and you spit it out. Where's Isleheart? Thought I made myself clear. I'll only talk to Menga. Menga don't talk to the likes of you. Well, then you be sure to tell him I came by with my friend Merigold. Fine, grab her and come with me. But be sure to stay right close. Hätte ich sie verteidigen sollen? Ich weiß es nicht. Es wäre verdächtig gewesen, aber eigentlich wollte ich sie verteidigen. Wahrscheinlich gibt es kein Sexy-Sexy für den Giri-Geralt, weil ich sie nicht verteidigt habe. Ich bin ein schlechter Freund. Triss, verzeih mir. Entschuldigung. Was zum Teufel? Habt ihr das gerade gesehen? Die sind über dieses Fass gestiegen. Ich bin noch allesamt. Here's where we split up. Go see Menga. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, playing tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail or three. That ought to get Trissi! All right, had enough of this charade. What are you on about? Watch and learn. Scheiß auf Sneaky Sneaky Style, bitch. Ach du Scheiße, wir müssen gerade gegen die ganze Meute hier kämpfen, ne? Egal. Kommt mal her, kommt mal her. Guck mal, ich zeig euch mal, wie das geht. Na komm, mach ihn platt. Dankeschön. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aua, das war nicht so gut. Was zum Teufel? Ich kann Triss nicht mehr sehen. Die ist unsichtbar, oder was? Oder hat die sich zurückgezogen? Die hockt irgendwo im Nebenzimmer, so wie es gerade aussieht. Ach, da ist sie. Trissi-Leinchen, hallo. Guck mal, wir kämpfen zusammen. Darf ich diese scheiß Schreiber endlich trinken? Dankeschön. Dieser Typ, ne? Der haut echt am meisten rein. Was? 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 Scheiße. Och nee, was war denn mein letzter Spielstand? Ach du Scheiße. Wann habe ich ihn zuletzt gespeichert?
Fuck. Ja, perfekt. Ah, super. Guck mal, ich mache euch schon mal platt. Moment. So. Lass mal meinen Trissi-Schatz hier in Ruhe. Ah, so haben wir es. Wundervoll. Okay, ich mache euch ein bisschen einfacher Platz. So. Wundervoll. Alter Schwede, der hält einiges aus. Aua. Okay. Aua. 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 Das tut mir weh. Ihr tut mir immer noch weh. Ich finde es schön, dass der Typ da drüben übrigens in der Ecke steht und nichts tut. Da, guck, seht ihr den? Der steht da die ganze Zeit rum und macht nichts. Finde ich super von ihm. Er hat mir damit wesentlich mehr Arbeit erspart. So, jetzt haben wir den Typ da hinten. Guck mal, der kommt gar nicht hin. Zu unserer kleinen Triss. Aua, aber uns tut er ganz schön weh. Na, komm mal her. Ha! Gucke. Machen wir einen Kampf hier in den Büchern, mein kleiner Freund. So. Oh, Triss, jetzt legst du aber los hier. Sehr gut. Ha, du Noob. Kannst ja gar nichts. Ach du Scheiße, die schießen die ganze Zeit auf uns, oder? Müssen wir jetzt alle platt machen hier unten? Na, schöner Mist. Egal. Die kriegen wir schon. Endlich Stufe 16. Dankeschön, Hexenjäger. Das ist lieb von ihm gewesen. So. Den haben wir es gegeben. Dem nächsten haben wir schon abgeschlachtet. Wundervoll. Können wir jetzt nach oben gehen? Ach, Triss. Weißt du, du musst dich gegen jeden Vollpfosten kämpfen, der da irgendwo in der Gegend rumsteht. Ey, ich hab doch geblockt. Diese Zweihänder kannst du echt nicht abblocken, ne? So. Trissi, können wir jetzt endlich nach oben gehen? Ja? Dankeschön. Ach, Mann. Nach dir noch. Hexenjäger, Folterer. Dam, dam. Perfekt. Und Menge hätte sowieso nicht abhauen können. Doch, eigentlich schon. Aber er ist hier geblieben. Was für ein netter Mensch. Guck mal, machen wir doch mal einen ordentlichen Kampf hier. Komm, na komm her. Na komm her. Na. Wundervoll. Na komm, na komm. Ey, ups, da habe ich zu früh geblockt. Na komm, na komm. Gucke, so geht das. Wunderschön. Komm doch ein Kampf. Na komm, 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 komm. Ach, Mann, ich frage mich, warum ihr keine Hexen fangen konntet, aber jetzt weiß ich's. Aua. Okay, Moment. Bist du jetzt auf einmal so stark, weil ich dich beleidigt habe? Ich weiß es nicht. Guck mal, noch ein letzter Schlag. Hä? Ja, sehr gut. Oh, Gildorf verschwert, das nehme ich mir mal. Trissilein? Trissi, Schatzi? Trissi? Triss? Trissi, Schnatzi, hallo? Ach, da bist du. Das ist mir gar nicht auf der Karte angezeigt. Warte, wir müssen erstmal die Leute hier hinten töten wahrscheinlich. Ah. Ein Einzelner ist noch da, ne? Ein Einzelner hockt hier noch immer irgendwo in der Gegend rum. Ah, perfekt. Oh, oh. Das war einer von diesen schönen neuen Finishern. Wundervoll. Okay. Damit haben wir das, glaube ich, schon mal erledigt. Ja, ja, ja. Triss, Merigold gesucht, Hexe und Hure. Da, 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 da. Kennen wir alles schon.
Und der Fuzzi ist schon längst tot. I think that's all of them. That was close. I must say, trickery and deceit, not your strong suits. True. I prefer straightforward solutions. Yeah. Fight first, ask questions later. We should search the office. Maybe we can find some documents mentioning Dandelion. I'll search his body, you search the room. I'd start with the desk. Okay, ja, wir hätten es wahrscheinlich sneaky peeky machen können, aber komm schon. Nein, meine kleine Tristi, er wollte ihr wehtun. Eieieiei, da haben wir ja schön ein paar Sachen. Eine Puppe, ein Messer von Zindra, guck mal, da ist ein kleines Tor für Zoltan. Perfekt. Okay, guck mal ganz kurz, Inventar. Menges heiliger Foliant, Eigentum von Caleb Menge, möge das Feuer meine Gedanken reinigen, möge es mein Herz abhärten, möge alles Böse in Rauch vergehen, möge sich alles Gute erheben und beim Feuer Wärme befinden. Mögen die Guten wie Motten zum Feuer fliegen, mögen die Bösen wie Tiere aus dem brennenden Walde fliehen. Caleb, ich hab neue Anweisung zum nächsten Exekution. Wenn du bereit für den Treffen bist, leg den heiligen Foliant in den Gasten in der Säule des Altars zum Ewig, des ewigen Feuers im Südwesten der Scherben. Ich betreffe uns am gewohnten Ort. Sag niemandem, wohin du gehst und komm allein. Verbrenn diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast. Tja, hat er mal drauf gehört, aber hat er natürlich nicht. Die Pfeife. Und da haben wir den Salat. Eher genau genommen. Nothing under his belt. Wait, something sewn in the lining. Hast du seinen Schwanz untersucht? The key to a vault. Here, give it to Dijkstra with my regards. I found a letter to Menge from someone important. A spy, I think. A spy? Take a look. Drop boxes, secret signals. Yeah, strong stench of spycraft here. This agent could know more about Dandelion. Bet he does. Letter explains how to signal for a meeting. No mention of where it would take place. Maybe Dijkstra can help. He knows everything. Everything? Slight exaggeration there. I'm not so sure. Key to a vault? No address? Why do I doubt this will make Dijkstra smile? Well, might keep him from setting his thugs on us. Breaking our legs for failing to fulfill our part of the bargain. Meaning glass is half full? Of something strong, I hope. All right. Nothing left for us here. Let's go. Be glad to. Just not by way of the main gate. Okay. So, dann wollen wir mal gehen, glaube ich, ne? Da ist das Main Gate. Das wollten wir ja nicht nehmen, also nehmen wir das Nebengate. Guck mal, immer schön das Licht ausmachen, wenn man geht. Und dann aus dem Häuschen raus. Trissi, Lein, folgst du mir? This is where we split up. But first, let's burn this shack down. Agreed. We've left too much evidence. Yeah. But I also need to blow off some steam. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment. I'd appreciate it. All right, we need to get out of here. Okay, möchtest du das Ding abfackeln oder soll ich erstmal... Ah. Trissi, komm schon, ein bisschen mehr. Na komm. Na komm, das reicht doch nicht, das kleine Feuerchen. Ja, genau. Oh, das machst du, oh, das machst du wundervoll. Ah, oh, Trissi, ich bin so stolz auf dich. Machst du mich gerade geil. Wie kommen wir jetzt hier raus? Über die Dächer wahrscheinlich, wa? Ja, das sieht am einfachsten aus. Oh, Triss, ich bin so stolz auf dich. Du machst mich stolz. Guckt euch dieses Haus an. Kann man das noch beim Brennen beobachten? Hm? Oder fackelt da jetzt
alle so nach und nach nur ab oder passiert da noch was? Komm schon. Ja, doch, das breitet sich aus. Okay, gucken wir dem Haus mal beim Brennen zu. Das ist schön. Das ist echt. Das ist wunderschön. Na, irgendwie passiert nicht so viel, ne? Ah, Geralt, du Pfeife!